abhalten. Wir vergessen. Na gut, dann reden wir erstmal mit dem Mädchen. Wie kann ich dir helfen? Ja, keine Ahnung. Ah, und dann? Also, bereit an die Arbeit zu gehen? Ja. Oder war noch was? Nö. Was eingewöhnen. Ich weiß nicht, was du gehört hast, aber ich kann es mir vorstellen. Vergiss erst einmal die Geschichten, dass es uns nicht mehr gibt. Hm? Aha. Ich halte nichts davon, unseren Namen überall zu verbreiten. Das Universum erkunden, das Unbekannte erforschen, das zählt. Okay. Außerdem haben wir durch die mysteriöse Aura mehr Handlungsspielraum. Oh. Ein gefestigter Ruf könnte uns einengen. Ein Kläferchen, ein Kläferchen. So, bereit? Wir verrichten etwas altmodische Detektivarbeit. Die Artefakte sind eher inaktiv, wenn sie aus dem Gestein entfernt wurden. Die Leute können sie also weitergeben, ohne zu wissen, was sie sind. Ich habe meinen Kontakten gesagt, dass ich nach merkwürdigen Metallobjekten suche. Meistens kommt nur Unsinn zurück. Aber ein Tipp von der UC Vanguard klingt vielversprechend. UC Vanguard? Ich bin ganz schön aufgeregt. Jo. Mir ging es am Anfang genauso. Es liegt ein Kribbeln in der Luft, wenn man weiß, man steht vor einer Entdeckung. Ja, wenn man aber entdeckt das ist wird. Nicht alles. Ich will die Gelegenheit nutzen, um zu sehen, wie du dich machst. Und damit du mehr über uns erfährst. Ich bleibe bei dir. Wir reisen zusammen, bis wir ein Artefakt finden oder die Spur sich im Sande verläuft. Ach scheiße, ich habe auch nur eine Kaffeetasse gefunden bis jetzt. Oder besser gesagt, mitgenommen. Gefunden hätte ich ja mehr, aber ich habe nur eine. Verstanden, verstanden. Ich muss erst noch was alleine machen. Ach, alleine. Oh, Geld. Oh. Wir müssen ja, wenn wir uns ein Schiff kaufen wollen. Außer dem Schiff, dem Roboter und einer kostenlosen Wohnung, meinst du? Wir können gelegentlich ein paar Mittel verteilen. Und vor allem können wir dir einen ordentlichen Anzug besorgen. Ja, das ist sehr gut. Hauptsache mit. Wir sind Entdecker. Wir haben reichlich entsprechende Ausrüstung. Je mehr du mit uns arbeitest, desto mehr profitierst du davon. Dann bin ich ja schon zufrieden. Beute wird es ja schon geben. Gut. Wir müssen zum Mast, ins Vanguard-Rekrutierungsbüro, ach, da war ich doch wo mein schon. Kontakt arbeitet. Und eins noch. Egal, was du früher warst oder was du da draußen treibst, es interessiert mich nicht. Solange du nicht die UC Security zu uns führst. Jedes Constellation-Mitglied ist sein eigenes Gewissen. Klar? Kein Problem. Gut. Zu viele Fragen. Zu viele Fragen stellen ist auch nicht gut. Na nun, kann ich nicht. Ich denke, ich soll. Ich denke, ich kann mit der hier auch noch reden. Die ist mir doch auch sympathisch. Ich weiß, dass die Artefakte alle in helle Aufregung versetzen. Ah. Aber wir müssen objektiv bleiben und auch an mögliche negative Folgen denken. Weil ich muss ja wissen, ob die vielleicht auch mitkommt, dann muss ich ja noch eine Kaffeetasse mehr besorgen. Bis jetzt erstmal nur eine noch zusätzlich. Das war unglaublich, oder? Ja. Die Artefakte meine ich. Sorry, das ist sicher alles ein wenig überwältigend für dich. Naja, am Wobei, Anfang so. Ein wenig ist wohl ganz schön untertrieben. Na, nur übertreibt man Noel. Nicht. Freut mich, dich kennenzulernen. Und danke, dass du uns das Artefakt gebracht hast. Kein Problem, kein Problem. Ich war auf dem Weg. So, ne? Von Zimmer für mich jetzt. Im Zimmer habe ich ein Zimmer. Erstmal Zimmer. Du willst also eine Weile bleiben? Klar. Gut. Ich glaube, wir finden schon was für dich. Und auf dem Weg kann ich dich ein wenig rumführen. Ich denke, ich bin der Zehnte, der dazugehört. Die Bibliothek kennst du ja schon. Ja. Walter ist ziemlich stolz auf die Sammlung. Aber Matteo hat nicht wenig dazu beigetragen. Die Gärten sind hier raus. Wenn du mal ein wenig in Ruhe nachdenken willst. Hier raus, okay. Betonung liegt auf Ruhe. Meistens zumindest. Hier raus. Gehen wir rauf. Rauf. Der Gründer der Constellation, Sebastian Banks, hat den Laden hier vor Jahrzehnten errichtet. Damals war das wichtig, doch mittlerweile kennt man uns in der Stadt kaum noch. Vasco. Ich stehe zu Diensten, Captain. Gut, Schatzi, das ist gut.
fehlt garantiert noch. Das ist bestimmt eine Kugel. Da finden wir noch so viele Teile, das wird bestimmt eine Kugel. Haha, für sowas habe ich keine Zeit mehr. Aha. Hier gibt's einfach zu viel zu tun, weißt du? Oh, der Haus war gleich hinterm Handschuhfach. Ja, oh. Dartscheibe. Bloß wie das meine nicht mitgenommen haben, wir da unterwegs. Das ist die Bar. Gewöhnlich ohne Bedienung. Also greif ruhig zu. In Maßen natürlich. Ja, das dann ist ja logisch. Mal sehen, das Zimmer. Du hast Glück. Wir sind bereits fast voll, aber ein Zimmer gibt es noch für dich. Da habe ich aber Schwein gehabt. Dass hier so viel los ist. Da habe ich aber Schwein gehabt. Guck mal, die schönen alten Stühle und so. Aus dem Mittelalter, ey. Geil. Sonnenaufgang, ja. Okay. Dreizylindermotoren jetzt auch noch. Okay, gut. Okay, hier schläfst du. Wo? Auf dem Flur? Auf der einen Seite, da ist es ruhig. Auf dem Flur? Auf der anderen. Das ist. Ach so, hier ist eine Tür. Gut. Bestimmt hat Sarah für uns alle etwas geplant. Ich gehe lieber wieder zurück, will sie nicht zu lange warten lassen. Viel Spaß. Okay. Sarah hat was geplant. Das ist mein Zimmerchen. Gut, mit. Was ist das denn? Bisschen kurz, oder? Oder kann man das da hochklappen? Chardonnay. Oh. Ein Chardonnay. Überzeugen Chance für 5 Minuten. Ich will ihn aber nicht um den Klauen, ey. Dann fehlt er ja als Dekoration. Versiegelter. Warum ist er versiegelt? Damit keiner Cocktails trinkt, oder was? Schicke Eiskühe. Nee, mit dem tun wir nichts. Papiertücher, ja. Hallo? Ich wollte aufmachen, wollte ich. Warum soll ich denn das jetzt? Das kriege ich doch da nie wieder hin. Naja, da haben wir ja einen fürs Raumschiff, habe ich gedacht. Weil die Räume auf unserem Raumschiff haben wir selber noch gar nicht gesehen. Große Erwartungen, oh ja. Na gut, schlafen müssen wir. Schlafen müssen wir dann. Da dann. Schlafen müssen wir dann mal, wenn. Oh. Für die ganze Etage oder was? Sarah hat was geplant, denke ich, hat sie gesagt. Dann oben, oder? Oh. Da rein. Ja, Lucy Vanguard, ne? Das könnte. Medical. Medical, da. Medizinzeug. Oh, hoffentlich sieht mich keiner. So. Nein, schon Kopfgeld. Ich das schon Kopfgeld irgendwie ausgesetzt ist. So nee. Schlecht geht es mir gar nicht. Du gehst zu diesem Arzttermin. Punkt. Ich brauche keinen Arzttermin, ich will nur. Meine Verbände. Verbände suche ich noch. Dr. Office Diagnose. Nee. Oh. Wir müssen mit John Tuala im Mast reden. Ja, wir müssen aber auch Verbände haben. Tschüss. Tschüss. Verbände sind doch wichtig, Sarah. Das müsstest du doch wissen. Für die kleine Schramme, die man sich mal so zuzieht. Oh, stehlen. Na, stehlen ist natürlich nicht so.
Falls du jemals Bedarf hast, wir verkaufen Verbandszeug und Medikamente zu wirklich sehr guten Preisen. Dann sag, los. Übertreibung. Dann her damit. Ja. Willkommen bei Reliant. Wenn du medizinische Hilfe oder Medikamente benötigst, können wir dir sicher helfen. Gut. Medizinisches Material dafür. Tja, dann bist du hier auf jeden Fall richtig. Das ist schon mal gut. Aha, das ist so. Abhängigkeitssymptome. Boah, was soll das? Halt alle Abhängigkeiten. Warum kann ich sie nicht mit A kaufen, ne? So, A stand überhaupt nicht da. Alle kaufen. Kaufen. Alle kaufen. Medipack her. Verbände. Alle. Kauf A. Ah. Ah. So. Penicillin. Alle Infektionen. Injektor haben wir eigentlich. Ja, Herz Plus hört sich gut an. Oh, ausgerenkte, ja, her. Ja, er weiß, wofür es wird. So, gut. 4000 aber noch? Was haben wir? Was? Da bin ich pfefferte Preise. Ich glaube, so schnell brauche ich. So. Ich hoffe, du bleibst gesund. Ja, das hoffe ich auch. Ich kann mir das Krankheit auf Dauer so nicht leisten, dann wenn man nicht... Hallo, Sarah. Dann lass es mal gehen, Sarah. Hoch, ne? Oder darüber, besser gesagt. Vanguard. Halleluja. Aha. Sarah, freut mich. Wer ist das denn? Hoffentlich das neueste Constellation-Mitglied. Wir machen ein bisschen Basisarbeit zusammen. Der kommt vom Planet Affen, oder? Haha, von Natur aus neugierig, ja? Jo. Hey, willst du nicht der Vanguard beitreten? Hey. United Colonies helfen, ein paar Credits verdienen? Womöglich UC-Bürger werden? Okay. Aber versuchen muss ich's, oder? Nö, ja, ich hab's auch noch nicht aufgegeben, dass Sarah vielleicht zurückkommt. Ist ein Spiel von uns. Er fragt, ich sage nein. Okay, passt auf. Es gibt einen Vanguard-Freiwilligen namens Moara, der in der alten Heimat patrouilliert. Sol, Mars, Neptun, du weißt schon. Im Sol-System? Mit welchem Admiral hat der sich's denn verscherzt? Er kommt vom Mars, ist da aufgewachsen. Oh. Außer ihm will da keiner arbeiten. Angeblich hat er den alten Groundern eine schicke Kühlerfigur aus Metall gezeigt. Passt auf Sarahs Beschreibung. Sarah sieht nur aber nicht aus wie eine alte Kühlerfigur, oder? Ja, wir reden mit ihm. Hey, Vanguards riskieren täglich ihr Leben, um andere zu beschützen. Ist doch egal, dass euer komisches Ding da nicht versteht. Ist ja gut, du. Ganz ruhig, John. Jeder hat seinen wunden Punkt. Ja. Sagen wir einfach, es sind sich alle einig, dass wir mit eurem Vanguard über seinen Fund reden müssen. Okay, ich drücke ein Auge zu. Sieht auch nicht gut aus, wenn das Rekrutierungsbüro mit Zivilisten streitet. Im Sol-System gibt es viele Planeten.
Aber ein Veteran wie Moara ist sicher regelmäßig in Cydonia. Cydonia. Du meinst in den Bars, oder John? Hey, Patrouillenfliegen kann durstig machen. Ja, das glaube ich. Mein Angebot war übrigens ernst gemeint. Komm einfach vorbei, wenn du soweit bist. Er lässt nicht locker. Sie sind ein nützlicher Freund. Er lässt nicht locker. Commander ist er sogar. Ey, wir machen nicht die Vanguards. Wir machen erstmal Constellation. Die Vanguards rennen ja nicht weg. So, jetzt zum Raumschiff, oder was? Die alte Heimat, so. Kurs festlegen. Hup. Treibstoffverbrauch. Oh, wir müssen... Wir müssen tanken. So, Sprung. Upp.